Sehr gut, hört sich gut an. Ich heiße Sie herzlich willkommen zur Pressekonferenz hier wieder im Presseraum der Kassel Huskies. Sechster Spieltag. Die Kassel Huskies gegen den EC Bad Nauheim. Endstand 3:2. Zuschauer 3141. Strafen muss ich nachreichen. Zu meiner Linken begrüße ich Gästetrainer Petri Kujala. Zu unserer Rechten, wie immer, Rico Rossi. Petri, zum Spiel, war Kassel heute effektiver? Ja, auf jeden Fall. Kassel hat die Chance, was wir gegeben haben. Dann. Insbesondere in den ersten Drittel. Wir wussten, dass Kassel sehr, sehr hart kommen werden. Wir sind eigentlich ganz gut von der Drucksituation haben und lösen können. Erste Tor natürlich lange Wechsel in Unterzahl. Da wusste man, dass da was passieren kann. Und beim zweiten oder vierten Reihe ein bisschen durcheinander. Genauso wie beim dritten. Aber alles in allem haben wir eigentlich ein gutes Spiel gezeigt und bis zum Ende unserer Chance gesucht. Und leider nicht reingetan. Insbesondere im zweiten Drittel hatten wir eine gute Phase, wo wir das 2:2 schießen hätten können. Aber daraus lernen wir nächste Woche in der zweiten.